Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Und jetzt wird erstmal der Hund gestreichelt. Und dann schauen wir mal, was heute anliegt. Irgendwie so. Ich bin noch nicht ganz wach. Man hört es vielleicht auch. So, dann gucken wir doch erstmal, was machen wir heute? Distanz mit dem Zug. Okay, Enten gehäutet. Kräuter gegessen. Ja, da sollen wir wohl noch finden. Perfekte Tierhäute verkauft. Habe ich in der Tasche. Tierzähne verkauft. Habe ich auch in der Tasche. So. Adlauge benutzt. Ah, zwei von da hinten eingesammelt um Rhodes herum. Und gesuchte Zielperson. Vom Pferd aus mit dem Lasso gefangen. Oh, Speziallagereintopf zubereitet. Große Tierkadaver. Spenden insgesamt 20. Schnapsflaschen, Pfeilspitzen, verlorenen Schmuck. Ah, 2 Minuten getanzt. Okay. Da kann man ja immer eine Ladung schon mal wegfahren, denke ich. Tarntoniker hergestellt. Ja, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Dann gucken wir doch erstmal. 20 Spenden insgesamt. Was war das noch? Große Tierkadaver, oder? Händler, große Tierkadaver. Ne, jetzt machen wir erstmal den Lagereintopf, oder? Dann haben wir doch schon mal eins fertig. So. Schon kann es weitergehen hier. Dann fahren wir mal eben eine Ladung weg. Dann wollen wir doch erstmal entspannt in den Tag starten. Wo ich gerade hier bin. Ne? Okay, hier ist nix. Dann essen wir mal eben hier den Ginseng. Ich glaube, das müssen 5 verschiedene Kräuter sein. Aber schon mal einen. Und ich glaube, wir haben eine Ladung fertig. Und wie ich das will. So. Oh, $450. Hello, mon ami. We have our work ahead of us today. This batch is some of my very finest work. Oh, and yeah. We are setting some of our very finest prices, yes? So, you are not a driver, you are a mother carrying a precious child to market. And watch out for revenue agents. Je devrais peut-être l'accompagner. Meine Güte. Aber Mama. Okay, wieder Kinokamera an. Und dann kacheln wir das Zeug erstmal weg. Und ich denke, dann machen wir ja mal eine Landkarte auf. Für Schnapsflaschen. Oder wir fangen mit was anderem an. Schauen wir mal. Aber jetzt wird erstmal Geld verdient. Da ist die Straßensperre. Was machen wir, ne?
Easy up that wagon. Bureau inspection. So, looking for moonshine. Ganz ruhig. Nothing to worry on. Das ist ja immer ein bisschen nervig, ne? Journey and wagon. In this part of the country? Ja, ich habe jetzt hier keinen Bock auf Durchziehen und Action. I swear I better get a raise when we're done on this assignment. I've been pulling dog duty for too long. Dog duty, huh? Well, I'm the one here with you, so I'd watch what names you start calling. Mein Gott. Wie nervig. So here's the situation as I see. We poke hole. Wonder what's in this here wagon. Och, das gibt's doch nicht. Looks, can't stop here. Bureau orders. Aber ganz ehrlich, das wäre mir jetzt zu viel Action gewesen, da durchzuziehen. Zumal, wenn man hier rum abkürzt. Oder sowieso hier rumfährt. Spätestens da unten fahr ja was kaputt. Also hier. Wenn man da so durchhumpelt. Von der teuren Fracht nichts kaputt fahren, ne? So, erste Kohle verdient heute. Schicken wir das hier auch eben. Da ist nix. So, machen wir eben eine Karte auf. Da ist er. Ah, okay. Das ist Mist. Das ist richtig Mist hier. Naja, nun gut. Dann ist es so. Was wollen wir machen? Dann zurück zur Schwarzbrennerei. Aber wir sollten ja, glaube ich, was im Wildnislager machen. Ja? So, etwas in einem Wildnislager gekocht oder hergestellt. Ja, hier. Dann haben wir es nämlich schon fertig. Das ging fix. Dann schmeißen wir schon mal wieder eine Ladung an. That was a good sale. Ja, das finde ich auch. Oh, hat ja gut geklappt. This will put airs on your face, yes? Sollen wir hier? Ach komm, wir nehmen das hier, das ist ja gut. This will be a little out of the ordinary, yes? Das Tanzen erspare ich euch jetzt.
Dann würde ich mal sagen, düsen wir eben nach Valentine. Dann holen wir da die eine Pulle. Verkaufen eben Tierzahn und ein paar Felle. Mal ein bisschen bewegen hier. Some tenderfoot drew his iron. This place is cursed. Ja, bleibt locker, Jungs. Evening. Weil die Maske hier mal ab. Nee. Ach so, ich hatte die ab. So. Da haben wir die erste Bulle. Shit fire, that horse is better looking than my wife. I saw your picture. A picture? Oh. You say this to every man that looks like me, huh? Getting quick, folks, before I eat all these goddamn Del Lobo. I seen your face on the poster. Been a while. You ain't been seeing another butcher, have you? Would you look at that? Und jetzt brauchen wir noch perfekte Felle. Ist da nicht irgendwo? Die brauchen wir noch nie, oder? That's a nice hide. Come again. So, und jetzt können wir da vorne nochmal eben oh, jetzt kommt der Zug, ne? Yep. Ich würde sagen, können wir hier nochmal ein paar Kräuter essen. Hier sind nämlich zig verschiedene. Hier. Oh, das lohnt ja sogar. Aber hier noch Schafgarbe. Hier glaube ich Möhren. Nee, aber da. So hauen wir uns auch noch rein. Dann denke ich, können wir wieder einen Rückweg antreten. Was haben wir hier? Hatte ich glaube ich schon, ne? Ja. Was ist denn hier sonst noch so? Dann treten wir die Heimreise an. Ohne uns die nächsten Pullen. Achso, ich könnte ja mal eben. Lass mich schon mal reinpfeifen hier. Auf geht's. You know, I'm getting quite used to having you around. Super, er hat ein bisschen Platz. Well, dann schauen wir mal, was weg kann.
Kormoranfeder brauche ich doch nie. Auch das brauche ich nicht. Auch das brauche ich nicht. Das brauchen wir nicht. Alles, was nicht perfekt ist, kann sowieso weg. Guess beggars can't be choosers. I suppose this will do. Auch aus. Okay, this will have to do. Das kann weg. Da hauen wir mal zwei raus. Und da haben wir es auch schon. Yeah, anything's better than nothing. So, und die nächste Pulle. Oh, da ist hier eine gesuchte Person, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. So, was wächst hier? Auch noch futtern. Aber jetzt müsste ich es doch gleich haben, oder habe ich das falsch verstanden? Ah. Was wächst denn da? Ja, jetzt sollten wir es aber haben. Nickelt auch nicht. Kaminze hatten wir schon. Irgendwas werden wir noch finden. Aber jetzt holen wir uns erst die Pulle. Ah, leicht geht das hier. So. Ja, und dann müssen wir gleich leider da ins in die richtig kalte Ecke. Schon kalt, wenn ich nur dran denke hier. Was sagen Sie doch? Manchmal sind hier doch Ratten. Da rennt eine weg, oder? Naja, die ist. Nein, 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 nein. Taschenratten können wir immer gebrauchen. Schadet ja nichts, wenn wir jetzt in die kalte Ecke gehen, ne? Und das nehmen wir auch noch mit. Zweite Pulle gefunden. Und jetzt ist die Frage... Na, ich glaube, wir reiten erst da rauf und dann da. Also von hier geht's auch, aber... Das bringt uns nicht nach vorne. So, ich lade mal auf Betäubungsmunition. Ja, wenn wir nachher vielleicht einen Grizzlybären finden, können wir da eine Probe ziehen. Und dann könnten wir nämlich auch... Gucken wir erstmal hier noch. Dann könnten wir... ein Tarntonikum selbst herstellen, ist die Aufgabe ja auch erledigt. Aber um diese Uhrzeit gibt es hier auch schon mal Wölfe, also Knarre raus.
Nee, ich zieh mich mal um hier. Bei minus 2 Grad. Oh, zu schnell. So. Manchmal wird er hier langsamer, ich weiß nicht warum. Oh nee. Das ignoriere ich, da ich gar nicht so. Da könnte man natürlich auch noch eine Schnapsbulle finden, aber. Nee. Lieber nicht, ne? Oh. Lieber stressfrei. Boah, es ist doch so, ne? Man friert doch fast hier. Also allein vom Zuschauen. So, ist das denn hier genau? Wie war das denn? Ach, da ist das ja. Oh. Jetzt habe ich es versaut, glaube ich, ne? Komme ich nicht mehr hoch hier. Ich glaube, man lässt sich nämlich besser. Ja, dahin, wenn ich da jetzt runterrutsche, habe ich doch schon verloren hier. Da muss ich doch irgendwie hier so, oder? Da will er nicht hochgehen. Ja, das muss doch gehen hier. So. Das gibt's doch nicht. Ja, jetzt hier so. Na, ne, jetzt geht's abwärts. Ja, geht vielleicht noch so eben hier. Da hinten ist er nämlich. Oma. Der gute irische Whisky. Und jetzt können wir nämlich auch gucken, wo ist die Madame? Oh, heute da oben. Dann schauen wir mal, was brauchen wir denn als nächstes? Pfeilspitzen, verlorenen Schmuck. Ach komm, was soll's denn? Mach hier oben mal eine Karte auf. Das hier ist richtig Mist. Da weiß ich nämlich manchmal nicht. Ja, da könnte man noch Glück haben. Das ist klar hier, das ist in der Höhle, ne? Und das hier ist in der Nähe von so einer anderen Höhle. Deswegen habe ich da so eine Markierung gesetzt. Nein. Unter hier. Mal auf.
hier irgendwie so. Runterkommen. Denn hier kann man leider kein Wildnislager aufschlagen. Irgendwo hier. Ja, die Richtung passt, denke ich. Hier geht's auch nicht. Einige werden sich fragen, wo sind wir? Ich zeige es euch. Hier. Da werden wir jetzt nicht lang reiten. Da machen wir jetzt gleich. Wenn es geht, eine Schnellreise. Aber da ist ja erstmal das Pferd. Schon hier sind, dann machen wir erst das hier, ne? Da sind wir jetzt ja schon quasi fast da. Und da könnten wir nämlich auch Grizzlybären finden. Ist das in der Höhle? Ja, es ist heute in der Höhle. Irgendwo hier. Können wir schon mal die nächste Markierung setzen. Da wollen wir hin. Das heißt wollen, ne? Da müssen wir hin. So ein Grizzlybär, das wär's jetzt noch. Na, die Ecke passt. So, dann reisen wir doch mal hier hin. Nicht immer alles glauben, was man sieht, ne?
Nee, brauchen wir alles nicht. Also Enten und so, das werden wir nachher alles noch finden zum Häuten. Aber jetzt erstmal die Bulle. Und dann denke ich, geht zurück ins Lager. Oder ich tanze schon mal was. Jetzt hoffe ich mal, dass wir die Pfeilspitze schnell finden. Hier muss ich ehrlich sagen, die finde ich nicht so pralle. Finde ich manchmal richtig nervig. Also optisch schön, klar. Aber jetzt geht's hier schon los, ne? Wo liegt der Mist? Alles ist. Und das mal, das finde ich hier richtig nervig. Und die verschiedenen Höhen. So, haben wir ja nochmal Glück gehabt. So, was brauchen wir noch? Distanz mit dem Zug enden gehäutet, okay. Ja, Händler, die großen Schwarzbrenner gleich eine Runde tanzen. Ja, ist ja alles machbar. Ich habe jetzt von hier aus eine Schnellreise machen. Da haben wir ja nochmal Glück gehabt. Dann, ab geht's. Und dann denke ich, machen wir erstmal Schluss. Na, wir streichen natürlich noch einmal den Hund. So. Und dann machen wir Schluss hier. Ersten Teil. So, das war der erste Teil für heute. Bitte abonniert den Kanal. Lasst mir ein Like da. Schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank für euren Besuch. Und bis zum nächsten Mal bei Father and Son. Play for fun.